Genau, wir können zurück. Ja. Hui! Vielleicht jetzt ein Pechpunkt. Nein, ich glaube, der Spiegel war ganz runtergefallen. Also, ja. Sollte heißen Indivia oder so, soll irgendwas gesehen haben, oder? Ja. Ja, genau. Schau mal, ich habe den Ballon mit Luft gefüllt. Halt jetzt los. Mein Feuerwerk wird richtig gut. Hoffentlich schaut Mio auch zu. Und du, Pikachu, hast du den Himmelsgarten schon gefunden? Hui, hinter der Sternzone befindet sich also eine Zone, die aus einem Meer von Blumen besteht. Wir sollten alle zusammen mit dem Ballon dorthin fliegen. Wenn du den Spiegel findest, fährst du auch den Weg in den Himmelsgarten. Könnte es vielleicht sein, dass... Ja, so muss es sein. Ich habe vorhin etwas Glänzendes ganz hoch oben im Baumhaus gespürt. Ganz hoch oben im Baumhaus. Vielen Dank, Blumen. Schön hoch. Ja, 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 ist ja gut, ist ja gut. Ja, ich weiß. Wow, das klingt ja wunderschön. Ja, hier ist der Spiegel. Du hältst den Spiegel. Platziere ihn auf dem Podest in der Blumenzone. Und zum Glück wissen wir, dass wir alles nicht laufen. Oh Gott. Wenn wir das alles laufen hätten müssen. Ah, ich habe einen Spiegel. Ja, ja. Komm schon, du schaffst es, Pikachu. Auch wenn du ein bisschen dick bist. Aber du schaffst es. Du bist knuffig dick. Vergiss das nicht. Wir haben mich geblendet. Schau dir eigentlich doof oder was? Hallo, Rayquaza. Rayquaza. Du hast also den Podestspiegel hierher zurückgebracht. Aber recht herzlichen Dank dafür. Möchtest du zum Himmelsgarten? Nun, dann solltest du zuvor mein Spiel übergehen. Übrigens. Das letzte Spiel von allen hier im Pokepark meistern. Der Himmelsgarten ist nämlich nur würdig, wer zusammen mit seinen Freunden alle Spiele des Parks gemeistert hat. Ja. Panikzeppelin, ja. Spielen wir Panikzeppelin. Du sammelst fleißig Prismensplitter, stimmt's? Möchtest du dich an meinem Spiel, dem Panikzeppelin, versuchen? Die Teilnahme kostet 40 Bier. Wie entscheidest du dich? Ja. Nun, lass uns anfangen. Komm hierher. Ich bin ja da. Berühre die Ringe auf der Karte Zeppelin und zerstöre die Ziele. Ich will noch mehr Punkte. Nö, 2. Okay. Und A. Lucario, Luxtra und Panferno. Und scheiße, ich hab kein Fernrohr nicht. Egal. Wir haben ja Lucario. Oder sollen wir mit zu? 45. Ach, egal. Lucario. Lucario. Das ist ein cooles Pokémon. Ja. Lau! Ah, fail. Oh.
Nein. Ich mach da nicht mit. Nein. Oh Mann, spring doch. Entschuldigung. Ich wollte springen. Schau mich nicht an. Ich wollte wirklich springen. Ach Mann. Ja. Und nun kann ich alles abschießen, was ich will. Haha. Hat zum großen Ra. Scheiße. Radius, wollte ich sagen. Ja, und man sieht doch die Begeisterung, die Freude. So gut bei ihm. Ja. Lucario, Lucario, ja, du bist glücklich. Lucario ist sehr gut. Es gibt auf dieser Welt allerlei Pokémon mit ganz verschiedenen Stärken. So hieß die durch die Lüfte gleichen Pokémon, deren Zuhause das kühle Nass ist, sowie fallschnelle und kraftprotzende Pokémon. Aber mit einem Pokémon alleine alle Spiele zu meistern, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Die Spiele sind ein Mittel, deine Freundschaft zu anderen auf die Probe zu stellen. Nur wer die Kräfte mit seinen Freunden vereint und alle Spiele gemeistert hat, kann sich in den Himmelsgarten begeben. Wirst du mich bitte erhalten? Ja. Ja, damit hast du nun alle Prüfungsspiele beisammen. Begib dich mit ihnen bitte in den Himmelsgarten. Shaman kann dich sicher dorthin führen, indem er die Lichtstrahlen des Podestspiegels als Wegweiser nutzt. Quaquapa ist jetzt sein Freund. Freund. Ja, es soll gespeichert werden. Gut, okay. Ich muss zu Shaman. Er soll mir wegweisen. Du hast deine Spiele gemeistert. Mein herzlichen Glückwunsch. Aber ich kann dich leider nicht zum Kindergarten führen, solange die Grasidia nicht blüht. Aber in was Zornmeister hier achtet, wir sicherlich einen Weg. Aber der Zornmeister hier achtet, wir sicher einen Weg, die Blume erblühen zu lassen. So. Sag jetzt nicht, Bluebella ist der Zonenmeister hier, oder? Bluebella! Oh, du hast eine Frage über die geheimnisvolle Welt der Blumen. Du möchtest also die Christine sofort zum Blühen bringen, nicht? Dann lüfte ich jetzt das Geheimnis. Weil jede Blume erblüht in Null, wenn du sie mit der Wunderkanne gießt. Ich habe diese Kanne einst in der Strandzone aufgelesen. Wunderkanne erhalten. Vielen Dank, Bluebella. Und sie ist pink. Yay. Sie ist pink. Es ist ja blüht. Kannst nicht fliehen. Habe ich recht? Wie soll ich dich denn dann nur zum Himmelsgarten bringen? Huch! Also bedeuten. Etwas nähert sich uns von den Klippen. Ich werde mal meinen Form ändern und nachsehen gehen. Jetzt bin ich schwimmen!
wie süß. Jetzt bricht's wieder ab. Ein Fehler in der Feder, keine Ahnung was. Dies ist der Himmelsgarten. Hä? Und wieder hat die Erde gebebt. Das Himmelsprisma ist tatsächlich zersplittert. Ich konnte mich vorhin aus der Luft davon überzeugen. Der Streit zwischen den Pokémon und all diesen seltsamen Ereignissen hier im Pokepark sind wohl darauf zurückzuführen, dass das Himmelsprisma zersplittert ist. Wenn das Himmelsprisma seine alte Macht zurückerlangt, wird sicher mit dem Pokepark wieder alles wie früher. Schnell, du musst Mew die Prismenspieler besuchen. Wo steht Mew nun? Mew mag es Leute Streiche zu spielen. Wahrscheinlich hat er sich hier irgendwo versteckt. Als ich noch nicht mal hier war, ist er auch plötzlich in Gestalt eines Apollos hinter mir aufgetaucht. Er ist nämlich ein Gestaltwandler. Er gab vor, ein Apollo zu sein. Diese Mew ist ein echter Scherzkind. Wir passen besser auf, dass wir mir ihm nicht auf den Leim gehen. Mew, will also verstecken spielen, dann mal los, Junge! Gut, ich zähle auf euch. Ich werde ihn jetzt in den Blumenzonen zurückkehren. Ich wünsche euch viel Erfolg. Bis bald. Yeah, der Himmelsgarten. Und wir haben noch ein paar Minuten. Ja, komm. Ich will versuchen noch da. Bist du schon? Mio? Wo steckt sich Mio gut? Nein, irgendwo da drum. Dort oben? Nein, ich will erstmal da hinten schauen. Hey, stopp. Ja. Oh, Sino Pikachu, hilf mir auch nicht. Denk von meinem übrigen er würde zurück zum Heißluftballon gehen. Wenn der Ballon vom Wind weggeblasen wird, sitzen wir hier fest. Er will nur sicher gehen, dass dort auch alles in Ordnung ist. Lenfer also, Lenfer! Bist du das wirklich, Lenfer, oder bist du es, Mew? Nanu, was willst du denn hier? Wenn ich mich nicht alles täuscht, hast du Mew immer noch nicht gefunden. Wegen des Heißluftballons musst du dir keine Sorgen machen. Ich passe hier schon auf alles auf. Okay. Moment. War hier nichts von Bibi? Aber ich will das jetzt nicht machen. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.